Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Phoenix Wright Ace Attorney und im letzten Part haben wir den zweiten Fall angefangen. Und ja, es ist einiges passiert. Also wir haben Maya kennengelernt, die kleine Schwester von Mia, die verdächtig wird, ihre eigene Schwester getötet zu haben oder ermordet zu haben. Und ja, wir haben nun die Aufgabe bekommen, dass wir zum einen Beweismittel wollte ich jetzt nicht präsentieren. Also wir haben mit ihr vollkommen schon geredet, das ist alles abgehakt. Und nun geht es darum, dass wir an zwei Orten können. Wir können zur Anwaltskanzlei Faye und Partner nochmal gehen oder zur Anwaltskanzlei Großberg. Das liegt daran, dass Maya uns gebeten hat, doch diesen als Anwalt zu konsultieren, damit sie verteidigt. Und das werden wir aber noch nicht machen. Wir gehen nämlich erst zur Anwaltskanzlei Faye und Partner zurück. 6. September, Anwaltskanzlei Faye und Partner. Das Büro wimmelt von Polizisten. Alle suchen fleißig nach Spuren. Hey, sieh da! Dies ist ein Tatort, Freundchen. Betreten verboten. Entschuldigung. Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Warten Sie, Sie sind dieser Butz, nicht wahr? Nein, nein, Phoenix Wright! Wie kann man mich nur mit Larry verwechseln? Schätze, ich habe den Namen verwechselt, Herr Wright. Tut mir leid. Dieser Butz... Das war ein Mörder und Sie sind kein Mörder. Stimmt's? Seine Unschuld wurde bewiesen. Genau. Und Sie sind Inspektor Gumshoe, Inspektor Sucho oder Inspektor Gumtree. Nein, das ist natürlich Gumshoe. Wir können jetzt auch einfach einen falschen Namen sagen, dann ist er ziemlich, wie soll ich sagen, geknickt. So freut er sich. Gumshoe, richtig? Dick Gumshoe. Richtig. Zu Ihren Diensten. Moment mal, für Sie immer noch Inspektor Gumshoe. Wie dem auch sei, Vorsicht mit meinem Namen. Und bilden Sie sich ja nicht ein, mich Dick nennen zu dürfen. Hey Dick, komm mal rüber. Jawohl. Bin gleich wieder da. Sie sind Ihr Anwalt, richtig, Freundchen? Wenn Sie hier was zu erledigen haben, machen Sie es besser schnell. Mann, der denkt, ich bin Mayas Anwalt. Das könnte von Vorteil sein. Wir fragen ihn mal über Mia aus. Was Frau Faye betrifft, haben Sie eine Autopsie angeordnet? Was Frau Faye betrifft, haben Sie eine Autopsie angeordnet? Sie möchten wohl gerne die Ergebnisse sehen, oder? Schauen Sie mich bloß nicht so an, mein Bester. Das bringt gar nichts. Sie war vielleicht Ihr Boss, aber deshalb bekommen Sie aber keine Sonderbehandlung. Ja, also gut, Sie können den Bericht sehen, aber mehr nicht. Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Dann wollen wir mal ganz kurz da reingucken. Da steht nämlich drin, Todessache, eine Kopfwunde, sofortiger Tod. Dann fragen wir noch zu Maya. Wegen Maya. Oh ja, ich freue mich schon auf den Prozess. Tut mir leid, mein Bester, aber diesen Prozess werden Sie nicht gewinnen. Was? Warum sagen Sie das? Die Stadt hat Staatsanwalt Edgeworth die Anklage übertragen. Edgeworth? Sie wissen sicherlich, was das bedeutet. Sie sind ja selbst Anwalt. Edgeworth. Staatsanwalt Edgeworth? Genau der, mein Bester. Herr Miles Edgeworth, höchstpersönlich. Moment mal, Sie kennen ihn doch, oder? Ich sag jetzt mal, natürlich kenne ich ihn, aber ich würde... Oder nee, sagen wir mal natürlich nicht. Nie von ihm gehört. Hä? Und Sie wollen Anwalt sein, mein Bester? Vor etwa 4 Jahren wurde dieser Edgeworth mit nur 20 Jahren Staatsanwalt. Alle sagen, er sei ein Genie. Wundert mich, dass Sie ihn nicht kennen. Natürlich kenne ich ihn, habe mich nur dumm gestellt. Er ist eiskalt und würde für einen Schuldspruch alles tun. Es gibt Gerüchte über dunkle Abmachungen und gefälschte Beweise. Sicher ist nur eins, sein auffallender leidenschaftlicher Hass gegen Verbrechen. Ich hätte nie gedacht, ihm schon so schnell gegenüberzustehen. Tja, damit ist das mit Dick Gumshoe auch erledigt. Wir können nur noch präsentieren, und zwar die Notiz von Maya wegen dem Handy. Das hat ja der Inspektor. Ich frage mich, haben Sie vielleicht Mayaface Handy gesehen? Ach das habe ich. Könnten Sie es vielleicht zurückgeben? Was meinen Sie? Klar, Moment mal, Junge.
Raffinierter Anwalt. Oh, er hat mich erwischt. Sag's direkt, sag's indirekt. Ja, wir sagen's direkt. Wenn ich ihm sage, warum ich es brauche, werde ich es niemals bekommen. Stimmt was nicht? Oh nein, nur, Sie wissen schon, Inspektor. Nö, ich weiß gar nichts, Junge. Im Handy sind viele Nummern, zum Beispiel die von Ihrem Freund. So ein Handy enthält alle kleinen und großen Geheimnisse eines Mädchens. Sie versuchen mich zu verwirren. Tut mir leid, Junge, ich habe schon alle gespeicherten Nummern geprüft. Beeindruckend, Sie haben es ja ziemlich drauf, Inspektor. Ja, oh, hier, Sie können das Telefon zurückhaben. Da waren eh keine verdächtigen Anrufe drauf. Scheinbar hat er das aufgezeichnete Gespräch nicht bemerkt. Erhalten Mayas Handy. Gehen Sie in die Gerichtsakte, um das aufgezeichnete Gespräch anzuhören. Schätze, ich habe alles gefragt, was ich wissen muss. War es das, Freundchen? Ja, vielen Dank. Ich verschwinde jetzt lieber. Oh, warten Sie. Ich möchte Ihnen noch eins sagen. Ich nehme nicht an, dass Sie mit dieser Zeugin reden wollen. Das lassen Sie jedenfalls besser bleiben. Sie werden mir mit Ihren Anwaltsmethoden nicht die Zeugin beeinflussen, Junge. Jetzt, wo ich dran denke, die hatte ich ja total vergessen. Die Zeugin? Ja, Frau April May. Frau April May. Tut mir echt leid. Aber ich kann Ihnen nichts über sie erzählen. Gut, Sie haben mir gerade den Namen verraten. Frau Maya. Frau May. Nicht wahr? Sie haben sie also schon nach Hause geschickt? Haha, jetzt probieren Sie es also bei mir mit Ihren Anwaltstricks. Bis zur Verhandlung darf sie ihr Zimmer nicht verlassen. Das heißt, sie ist noch immer im Hotel gegenüber. Ich sollte nicht versuchen, Informationen aus einem Inspektor herauszukitzeln. Da haben Sie verdammt recht, mein Lieber. Zeit, Frau May einen kleinen Besuch abzustatten. Tja, damit können wir auch wieder zurückgehen. Wir bewegen uns dann zum Hotel Gatewater. Zur Anwaltskanzlei Großberg werden wir noch nicht gehen. 6. September, Hotel Gatewater, Zimmer 303. Nun, hallo mein Hübscher. Hallo. Cool, White, echt cool. Sie sind der Anwalt, oder? Der Kommissar hat es mir gesagt. Er sagte, erzählen Sie diesem Anwalt nichts, Schätzchen. Oh mein Gott, ich kann überhaupt nicht Frauenstimmen nachmachen. Tut mir echt leid, ey. Memo an mich. Gamsho danken, dass er mir die Arbeit erschwert. Ui, 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 ui. Da kommt man sich ja vor wie im Film. Das ist alles so aufregend. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Oh, lassen Sie mich kurz ins Bad, damit ich auch aussehe wie die schöne Augenzeugin. Der Anwalt, der die ins Kreuzverhör nehmen muss, tut mir jetzt schon leid. Ja, wir haben Zeit, hier was zu untersuchen. Werden wir auch tun. Nämlich da hinten. Das Sonnenlicht des Spätsommers fällt durch das Fenster. Das ist hier das Gebäude mit dem Büro von Fay und Partner. Man kann recht gut in die Räume hineinsehen. Trotzdem denke ich, es wäre schwer, ein Gesicht auf diese Entfernung zu erkennen. Was haben wir hier? Ein Schraubenzieher ist in der Schublade geklemmt. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Mal sehen. Hey, hey! Was machen Sie denn da? Fassen Sie nichts an! Oh, Sie schlimmer Sie! Sie sollten nicht in fremde Zimmer herumschnüffeln. Sie wollen mich doch nicht verärgern, oder? Verärgern? Einen Moment lang dachte ich, sie würde gleich explodieren. Ich möchte zu gern wissen, was in dieser Schublade ist. Wir reden mal mit ihr, vielleicht kriegen wir ein bisschen was raus. Was Sie sahen. Glauben Sie, Sie können mir etwas erzählen? Können Sie mir beschreiben, was Sie während des Vorfalls beobachtet haben? Beobachtet? Vorfall? Sie klingen wie so ein Anwalt im Fernsehen. Ich mag Männer mit einem großen Vokabular. Ich sollte Sie jetzt nicht ermutigen. Erinnern Sie sich an dieses Geschehen? An das, was neulich Schlimmes passierte? Was haben Sie gesehen?
Ich gehe nicht davon aus, dass sie mir davon erzählen werden, wenn ich sie höflich frage. Mal sehen. Gut. Träumen Sie weiter. Wenn Sie es wissen wollen, dann müssen Sie morgen ins Gericht kommen, Herr Anwalt. Oh Mann. Dann vielleicht zu Frau Mai selber. Können Sie... Wer genau sind Sie? Oh, Herr Anwalt, baggern Sie mich etwa an? Nein. Ich mache hier nur meinen Job. Wissen Sie eigentlich, dass ich... dass Sie niedlich sind, wenn Sie rot werden? Glaubt mir, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so rot wurde. Nun können Sie mir bitte sagen, was Sie beruflich machen? Nun ja. Nein. Und Sie dachten, Sie hätten mich richtig. Oh Mann. Dieser Raum. Ich sehe zwei Gläser auf dem Tisch. Lebt hier noch jemand mit Ihnen? Oh, welche bemerkenswerte Beobachtungsgabe. Sie müssen einer dieser berühmten Detektive sein, wie die im Fernsehen. Oh nein, ich doch nicht. Ich bin nur ein Anwalt. Sagen Sie, Herr Spürnase, warum schauen Sie nicht mal im Papierkorb nach Indizien? Frau May mag keine neugierigen kleinen Anwälte. Hm? Oh Mann. Tja, damit konnte ich sie überhaupt nicht knacken. Kann ich ihr irgendwas zeigen? Vielleicht meine Marke? Entschuldigung, aber ich bin Zeuge. Zeugen für die Polizei, verstehen Sie? Wie könnte ich Ihnen da ruhigen Gewissens Informationen geben? Hm? Ich, die Zeugin, das ist wie in einem Film. Okay, die gibt uns keine Informationen. Dann werden wir hier erstmal weggehen und gehen dann nochmal zur Anwaltskanzlei Großberg. Sieht aus, als wäre Herr Großberg nicht da. Vielleicht sollte ich hier auf ihn warten. Das war wohl das deutlichste Räuspern, das ich je gehört habe. Aha, also Sie sind derjenige, der mich sucht. Ja, der bin ich. Er sieht sogar noch größer aus, als ich gedacht hatte. Das Abzeichen an Ihrem Kragen. Demnach sind Sie Anwalt, richtig? Ja, das stimmt. Und was wollen Sie? Ich habe zurzeit so viel zu tun. Bitte fahren Sie fort. Nicht viel zu tun? Warum ist es dann so schwer, ihn so anzutreffen? Stimmt etwas nicht? Sie kamen, um den einzigartigen Marvin Großbeck zu sehen, stimmt's? Nun, hier bin ich, mein Junge. Was wollen Sie? Raus mit der Sprache. Nun gut, es geht um Maya. Maya Fay. Ja, Maya Fay. Fahren Sie fort. Warum diese merkwürdige Reaktion? Ach, ich habe wirklich sehr viel zu tun, mein Junge. Ich kann keine Fälle von heute auf morgen übernehmen. Das ist unmöglich. Warten Sie einen Moment. Woher wussten Sie, dass die Verhandlung morgen stattfindet? Wie auch immer. Ich fürchte, ich kann diesen Fall keinesfalls übernehmen. Ende der Diskussion. Was hat das zu bedeuten? Er hat abgelehnt, ehe ich ihn überhaupt gefragt habe. Was sage ich Maya nur? Und wir versuchen nochmal mit ihm zu reden. Die Ablehnung. Wie können Sie einfach so ablehnen? Warum können Sie den Fall nicht übernehmen? Sehen Sie, es ist so. Ich bin sehr beschäftigt, wissen Sie. Aber der Klient ist Maya Fays Schwester. Mias Fay, sorry, war. Mia hat ihn vertraut. Sie wusste, ihre Schwester würde in guten Händen sein. Ja, sicher, das weiß ich. Wie auch immer. Es tut mir leid, ich muss leider ablehnen. Tut mir leid, auf Wiedersehen. Kriecher. Na gut. Ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu streiten. Ich werde mich woanders umsehen. Ich glaube nicht. Hä? Sagten Sie etwas? Ich sagte, ich glaube nicht. Was meinen Sie? Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich fürchte, dass kein Anwalt diesen speziellen Fall übernehmen wird. Tut mir sehr leid, mein Junge. Warum? Das kann ich nicht sagen. Wenn Sie jetzt bitte gehen würden, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Was geht hier vor? Woher wussten Sie,
Woher wussten Sie, dass Frau Fay... Sie arbeitete hier. Es ist sehr lange her. Während ihres Studiums. Sie lernte meine Techniken beeindruckend schnell. Eines Tages ist sie einfach gegangen. Sie hatte eine Mission, wissen Sie? Eine Mission? Man könnte es in ihren Augen lesen. Sie verfolgte sie mit feuriger Leidenschaft. Sie schaute nie zurück. Okay, jetzt fragen wir ihn noch über das Bild, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Das Bild ist außergewöhnlich. Aha, es ist Ihnen aufgefallen. Es ist meine Freude und Stolz. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Nun, nicht wahr? Die Farbe des Himmels, die Nuancen des Meeres, die Struktur des Strohhuts. Es ist mindestens 3 Millionen wert, aber ich werde mich nicht davon trennen. Nein, ich werde es nicht verkaufen, nicht mal Ihnen. Nicht, dass ich interessiert gewesen wäre. Es ist nichts zu verkaufen. Ich kaufe auch nicht. So, dann hat sich das eigentlich erledigt. Wir können hier nichts präsentieren. Die Indizien interessieren ihn ja nicht. Aber wir müssen noch das zu Maya gehen. Denn, ich muss mir jetzt erstmal das Handy anhören. Moment. Prüfen. Also, Mia, was gibt es? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Nun, ich möchte dich bitten, etwas für mich aufzubewahren. Schon wieder? Was ist es denn diesmal? Es ist eine Uhr. Sie sieht aus wie diese Statue der Denker und sie sagt die Uhrzeit an. Oh, ich sollte dir noch sagen, dass die Uhr zurzeit nicht spricht. Was? Sie funktioniert nicht? Wie schade. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen. Tut mir leid. Ich habe dafür ein paar Dokumente reingesteckt. Dokumente? Das sind also die Beweismittel. Ich überlasse das deiner Vorstellung bis später. Also das ist im Grunde das, was wir bereits kennen aus dem Prolog. Wir werden jetzt nochmal zur Staatsanwaltschaft gehen. Ich glaube, dann wird das Maya auch nochmal. 6. September, 15.42 Uhr, Staatsanwaltschaft, Besucherraum. Hallo. Oh, Sie sind wieder da. Haben Sie den Anwalt gefunden? Naja, was sage ich dir denn jetzt? Nun sehen Sie... Sei einfach ehrlich. Ich denke, Sie sollten diesen Mann nicht engagieren. Er schien mir nicht gesund zu sein. Er war nur noch Haut und Knochen. Was ist wirklich passiert? Sagen Sie nicht, hat er sich geweigert, mir zu helfen? Ja. Ich verstehe. Dann bin ich jetzt ganz alleine. Nein, bist du nicht. Wir helfen dir. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Ich hatte nur meine Schwester. Mein Vater starb, als ich noch sehr klein war. Und ich weiß nicht, wo meine Mutter ist. Das weiß sie nicht? Dann könnte sie noch leben. Die Frauen in meiner Familie waren schon seit Generationen Medien. Man sagt, dass übersinnliche Kräfte uns im Blut liegen. Vor ungefähr 15 Jahren war unsere Familie in einen Vorfall verwickelt. Da war ein Mann, er hat das Leben unserer Mutter ruiniert. Ruiniert? Danach verschwand sie. Viele Jahre später verkündete meine Schwester, dass sie Anwältin werden wolle und verließ den Berg. Also, Sie leben allein? Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Nun ja, ich musste selbstständig werden oder ich hätte meine Kräfte verloren. Sie tut mir leid, so alleine oben auf diesem Berg. Feinde Ihrer Mutter. Sagen Sie, wer war dieser Mann, der Ihre Mutter ruiniert hat? So etwa vor 15 Jahren, da gab es einen ungewöhnlichen Mordfall. Er verursachte großen Wirbel, beinahe jeder sprach darüber. Die Polizei trat auf der Stelle und verzweifelte fast. Moment, die haben doch kein Medium eingesetzt, oder? Die Polizei überredete meine Mutter, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen. Wow, und was ist passiert? Der Fall wurde gelöst, dachten wir. Sie dachten? Der Mann, den meine Mutter überführte, half, war unschuldig. Hä? Die Zusammenarbeit der Polizei mit einem Medium wurde natürlich geheim gehalten, aber ein Mann fand es heraus und verriet es der Presse. Er erzählte den Medien, dass meine Mutter eine Lügnerin sei und sie st-
stürzten sich darauf. Sie, meine Mutter, wurde zum Gespött des ganzen Landes. Ich verstehe. White? Entschuldigung, White? Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. White? Dann dauert es wohl nicht mehr lange, bis ich einen Pflichtverteidiger kriege. Schon 16 Uhr. Die Zeit ist um. Was soll ich tun? Soll ich hier sitzen? Soll ich sie hier sitzen lassen und nach Hause gehen? Nein, Maya verteidigen werden wir tun. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie verteidigen, ob sie wollen oder nicht. Hä? Warum? Warum? Nun, ich kann sie nicht verlassen. Jemand anderes hat es getan. Ich weiß nicht warum. Ich sag, ich kann sie nicht verlassen. Niemand ist so bedauernswert wie eine Person ohne Freunde. Ich weiß das, ich stand auch schon mal alleine da. Das ist lange her. Warum bin ich Anwalt geworden? Weil jemand sich um die Leute kümmern muss, die niemand an ihrer Seite haben. Maya, ich lasse sie nicht im Stich. Sie können auf mich zählen. Hä? Das ist so lieb von Ihnen. Schnüff. Gut, dann lassen Sie uns das hier durchstehen und Sie hier rausholen. Ja, einverstanden. Vielen Dank. Wow, sie lächelt endlich. Sie sieht gleich wie eine völlig andere Person aus. Eine letzte Frage. Sie sind unschuldig, oder? Ja. Und ich vertraue Ihnen. Und Sie vertrauen mir auch, okay? Abgemacht. So, wie geht es weiter? Da ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Was war in der Schublade dieser seltsamen Frau? Als ich versuchte hineinzusehen, wurde sie nervös. Da muss etwas drin sein. Ja, das heißt, wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich wir müssen im nächsten Part herausfinden, was damit war. Das werden wir auch tun. Ich werde allerdings diesen Part an dieser Stelle beenden. Wir sind wieder weit vorangeschritten. Ich hoffe dennoch, ihr hattet Spaß in dem zweiten Part des zweiten Falles von Phoenix Wright Ace Attorney. Für mich macht dieses Spiel unheimlich wieder Spaß, das zu spielen, und seid gefasst. Erst wenn wir im nächsten Part angelangt, dass es richtig spannend nochmal wird, und ja, verpasst auf keinen Fall die nächste Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und bis dahin.